Hallihallo und Mahlzeit. Wir spielen heute Shakedown Hawaii. Bin immer noch ein bisschen erkältet, aber nichtsdestotrotz werden wir heute Honolulu unsicher machen. Yeah, schon richtig Bock drauf. Geht's mal los, Digga. Story Mode. Let's go. New Game, Digga. CEO heißt, glaube ich, unser Charakter. Und er hat den Bestseller rausgebracht. Meine Firma läuft von selbst. Ich bin am Strand. Ja, seine Firma läuft wohl von selbst. In den Boden? Läuft wohl doch nicht ganz so gut. Oh oh. Let's go, follow the yellow line. Also, wir müssen der gelben Linie folgen zur Mission. Gucken wir erstmal hier ein Auto snaggen. Machen wir Automatik, oder? Ja, machen wir einfach Automatik. Das ist, glaube ich, am chilligsten. Mal hier ein bisschen, oh damn, das war ein Krankenwagen. Damn it, geil. Oh, hier runter. Oh, wir sind daneben gefahren. Hier rein. Geil. Also, da müssen wir rein, Digga. Können auch ein bisschen boxen, so zack, 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 zack. Springen können wir auch. Mal, jetzt machen wir erstmal die Mission. Was ist los, Ron? Sir? Seit sie gegangen sind, Online-Shopping hat unsere Läden zerstört. Dann Cruiser, ich weiß nicht, ob das unter ein anderes Unternehmen so heißt, hat unser Taxi-Business zerstört. Und Streaming hat unsere Videostores zerstört, Videoshops. Ich habe genug gehört. Ich werde es selbst übernehmen. Gib mir mal den vollen Report. Sie denken wirklich, sie können die Leute wieder davon überzeugen, uralte Videos auszuleihen? Streaming ist doch voll langweilig, Ron. So, haben wir mal gesaved. Ich brauche Kohle und zwar schnell. Kannst du was an den Start bringen? Ich kann es versuchen. Deine Buchunterschriften werden nicht genug Geld bringen, um die Bankkorruption zu stoppen. Also, dann bring mich mal in eine Game-Show rein, wo es einen großen Geldpreis zu gewinnen gibt. Ich bin dein Buchagent und nicht dein Casting-Manager. Du hast doch auch mein Buch in diese Talkshows reingebracht, oder? Alright, okay. Geh zum Fernsehstudio und ich werde ein paar Anrufe machen. Also, wir müssen einen Film drehen wohl. Da lang. Dann fahren wir eigentlich mit so einer Schrottkarre rum, wenn wir hier irgendwie der reichste Mann der Stadt sind, Digga. Nice. Ah, da bist du ja. Bist du bereit für die Audition? Ich habe seit Jahren auf diesen Moment gewartet. Yeah, Deathcam HD. Nice, wir müssen Kisten zerkloppen, um ein bisschen Kohle zu machen. Nice, und Leute killen.
Leute boxen, Digga. Nice. Übelst. Die Karre in die Luft jagen, oder was? Nice. Yeah. Super gemacht. Ja, Mann, du hast recht. So, was ist mit dem Shooting da hinter uns? Oh, das ist nur eine Sitcom. Eine Sitcom? Es sieht aus, als ob es konventionelles Fernsehen ist. Ja, wir haben Produktplatzierungen gemacht. Realismus? Wir werden dich zurückrufen demnächst. Hast du den Report gelesen? Ah, keine Sorge, Ron. Ich werde demnächst wieder zu Hause sein. Let's go, wir brettern weiter. Oh. Karre beschädigt. Oh, da lang. Ich sehe immer zu spät, weil man abbiegen muss. Oh, unsere Karre geht, glaube ich, bald hoch. Okay, dann sind wir wieder daheim. Schön in die Einfahrt. Zack. Zack. Nice. Ein Auto gespeichert. Oh, reparieren für 2500. Okay. Nein, danke. Unser Office-Paket ist wohl abgelaufen. Oder veraltet, besser gesagt. Was ist zur Hölle ist das? Upgrade kaufen. Hä? Was ist los mit dem Kaufen-Button passiert? Was haben die da nur gemacht zur Hölle? Also Pro. Unterdessen. Sorry, Bra, deine Karte ist abgelaufen. Was brauchst du? Du verschwendest meine wertvolle Zeit. Ich brauche Kohle für neue Schuhe, Pops. Hey, hör endlich auf, mich nach Geld zu fragen, Scooter. Du bist 32 Jahre alt, du Punk. Hör auf, mir das zu sagen. Mein Name ist DJ Jokic. Ich hab doch einen Job. Ja, aber du hast seit 10 Jahren keinen Auftritt gemacht, Scooter. Such dir mal einen richtigen Job. Ich brauch diese Schuhe, Alter. Also wir müssen Leute verkloppen, um Kohle zu machen. Leute verkloppen. Brauchen Kohle. Hier noch so ein Tisch. Nice. Wir müssen uns die Schuhe gönnen können. Brauchen Kohle für neue Schuhe, Junge. Kohle her. Alter, hier müssen wir nicht. Hier müssen wir wieder rein. In den Schuhladen. Schön einen mitgenommen. So, wir brauchen Schuhe. Irgendwie zwei Pixel. Die Schuhe sind zwei Pixel und jetzt kann man sich auch noch die Farbe aussuchen. Wie geil ist das denn? Mama, schwarz, Digga. Nice.
Also, du kannst dir unsere Schuhkreditkarte gönnen, wenn du zu wenig Kohle hast. Okay, jeder kann sie haben. Okay, also wir müssen unser Outfit zusammenstellen in den ganzen Shops hier. Also gönnen wir uns erstmal einen Hut. So. Ah, hier oben. Ah, das ist mit Punker-Style. Mit Punk sieht schon gut aus, mit dem Stirnband. Und zwar... Ja, schon weiß, oder? Ein weißes Stirnband. Das geht ab. Aber jetzt haben wir schon wieder keine Kohle mehr. Wir müssen schon wieder Leute verkloppen, um Kohle zu bekommen. Was gibt's hier hinten? Das ist ein Geheimgang. Oh, da liegt eine Waffe, oder? Können wir richtig abgehen. Was ist Panzerfaust oder was? Digga! Hahaha, geil! Oh, kommt schon Bullen, Alter. Die ersten Bullen am Start. Und Pistole haben wir auch. Hahaha, hier fett mit der Bazooka rumballern. So, Bazooka ist leer. Jetzt haben wir aber noch die Dings übrig, die Knarre. Dann können wir hier so ein paar Leute überfahren. Mit dem Moped. So. Zack, runter hier. Nice. Und mit dem Bullenwagen fahren, geil. Wir brauchen Kohle auf jeden Fall. Wir müssen noch mehr Klamotten kaufen. Wir sind Klamotten-Junk. So, gucken wir mal, wo der nächste Laden ist. Oh, die Karre fliegt gleich in die Luft. Ja, erstmal ein bisschen Stress machen auf der Straße. Oh. Hier ein paar Bullen verkloppen. Zack, zack. So. Was gibt's da? Da gibt's nichts. So, da gucken wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob es da was hat. Ja, auch Klamotten kaufen. Ja, eine Jacke können wir kaufen. Mal schön schwarz, Alter, Lederjacke. Nice. Gibt's da noch was? Schuhe? Hose? Hose können wir uns auch gönnen. Schöne Jeanshose. Nice. Hose, Hose, Hose. Sonnenbrille. Ne, ich würde sagen, Brille braucht man keine. So, gibt's da noch was? Ne, das war's hier erstmal. Da gibt's ein Café. Was kann man da kaufen? Ah, da ist ein Ladekabel. So, ja, habe ich mein Ladekabel liegen lassen. Also wir haben das erste von 30 Ladekabeln gefunden. Kann man hier noch irgendwas kaufen? Ich glaube, hier geht nichts mehr. Und da Gun Shop. Ja, das würde ich mir später erstmal holen. Wir brauchen erstmal Klamotten. Mal hier eine schöne Karre snacken. Hier so einen schönen Sportwagen, Digga. Nice. Gerade ein Trophy bekommen, Just Test Driving.
Hä? Hier muss doch irgendwo unsere Mission sein, Digga. Hä? Wir sind so oft gerade vorbei. Ah, da haben wir unsere Mission. Ja. Dann gehen wir zu unserem Vater. Ich glaube, Leben brauchen wir gerade nicht unbedingt. Wo ist unser Vater? Na, hier haben wir noch ein Kabel gefunden. Sehr gut. Also geht wohl nix. Wir müssen einfach hier zu diesem Missionsding. Kannst du mal diesen Report angucken? Das Online-Shopping ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Kostenlosen Versand? Am gleichen Tag geliefert? Yeah. Wir müssen diese Lieferwagen aufhalten, sonst werden unsere Stores bald getoastet sein. Also du machst besser schnell. Und nimm besonderes Equipment mit. So, dann brettern wir mal weiter. Diese Lieferwagen aufhalten. Erstmal uns die fette Knarre kaufen. Ich brauch paar Brieföffner. Okay. Oh, eine Tommy Gun gegönnt. Wollen wir mal Sturmgewehr. Da ist einer. Den Lieferwagen. Ein bisschen zerstören, okay. Nice. Also wir müssen den ganzen Lieferwagen zerstören. Okay, mit ihm auch. Oh, nice, das ist ja geil. Fett mit Granaten hier rumschmeißen. Er verlässt sich lieber aufs altmodische Maschinengewehr. Nice. 2 Stunden später. Ein halbes Dutzend Post-Trucks wurden zerstört. Der ganze Lieferdienst für die ganze Insel wurde lahmgelegt. Also, wir haben unsere erste Mission abgeschlossen. Also, wenn wir ständig andere sabotieren, dann können wir unseren eigenen Gewinn verbessern. Also jeden Tag müssen wir einen Lieferwagen zerstören, damit wir unser eigenes Geschäft am Laufen halten. So, Mission complete. Ab geht's nach Hause. Mal hier schön mit Moped fahren. Oh. Moped. Oh, damn. Oh, hier ist ein Post-Truck. Du, 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 du. Geile Mucke.
Geil. So.